So, willkommen hier auf der Fotokina 2014 am Stand von Nikon. Und ihr seht, ich habe mich hier einfach mal zu den schicken Vollformat DSLRs gestellt. Angefangen bei der D4S, enden bei der D810 und natürlich in der Mitte, wie könnte es anders sein, die neue Nikon D750. Hier mal mit einem winzig schönen kleinen 70 bis 200mm Blende 2.8. Finde ich richtig cool geworden, das Ganze. Also jetzt mal die Kamera, nicht das Objektiv natürlich. Autofokus ist halt leider, oder zum Glück, je nachdem wie man es nennen möchte, das gleiche Modul wie in der D810. Das heißt, ziemlich flink das Ganze. Ich finde es sogar noch ein Stück weit schneller als das, was man eigentlich kennt, außer D810. Großer Vorteil hier eben daran, wie gesagt, ein bisschen schneller, aber leider wieder nur APS-C-Format das Ganze aufgebaut. Das ist ein bisschen schade. Sonst vom Handling ziemlich cool und was eben bisher, glaube ich, einmalig wahrscheinlich ist für eine Vollformat-DSLR. Hinten noch ein klappbares Display, aber eben leider nicht zur Seite rausschwenken. Das ist ein bisschen schade. Hätte noch gefehlt. Man kann es eben leider auch nicht bis komplett nach oben bringen. Das wäre auch noch ganz nett gewesen. Also sage ich mal wirklich nur knapp 90 Grad nach unten und eben so in etwa 90 Grad nach oben. Das war es dann aber schon, was man mit dem Display machen kann. Sonst relativ ähnlich aufgebaut. Das Menü, wie man hier wahrscheinlich schon sieht, zumindest die Kenner unter euch, noch ein bisschen verbessert das Ganze. Fässt sich eigentlich auch sehr hochwertig an. Also noch ein bisschen besser als die 610, kommt aber nicht ganz an die 810 ran. Zumindest meine Meinung dazu. Sonst Bildqualität und Co. kann man sich natürlich erst im richtigen Test anschauen, deswegen nur ein kleines Hands-on. Anschlüsse an der Seite, HDMI sowie USB 2.0. Hier wieder drunter Mikrofon und natürlich Kopfhörer, wieder unter einer Abdeckung. Fand ich auch schon bei der 810 gut. Und hier auch nochmal das Ganze für den Fernauslöser. Denke ich mal, wie gesagt, wird ganz cool werden. Freue mich schon riesig auf das Review. Freut ihr euch auch? Wenn ja, dann gerne Daumen nach oben schon mal für dieses Video. Und wir sehen uns wieder auf der Fotokina 2014 beim nächsten Video. Also gleich.